Wir sind's wieder, der Sauhaufen von der LBG Schwarze Pumpe und melden uns mal weiter auf fremdem Terrain, auf fremdem Feld. Wollen ja noch ein bisschen Money machen und haben den Auftrag Feld 13 Hafer zu ernten. Heute dabei Matze und Tiger. Der Lehrling hat schon wieder verschlafen, mal sehen, ob er noch auftaucht. Hallo, erstmal. Ich hab ja gleich gesagt, von wegen, den kannst du in der Pfeife rauchen, aber. Ach, so sind Lehrlinge. Am ersten Tag sind sie pünktlich und im zweiten, da haben sie es schon wieder verschlafen. Ist doch wie in Real. Ich dachte, in Real kommt man einkaufen. Das gleiche habe ich auch gerade gedacht. Wo ich Stift war und ich hab's verpennt, wir konnten dann immer gleich weiterfahren zum nächsten Bäcker und die Pausenversorgung in Form von Kuchen holen. Eher die Entschuldigung, meinst du? Oder so. Oh Mann. Schreibt mal drunter in die Kommis, was ihr so verbockt habt in der Lehrzeit, was ihr so für Ausreden hattet, wenn ihr als Stift es verpennt habt. Ja, mit Hashtag Lehrling, bitte. Die kommen wieder rausfiltern können. Gegen damals ja das Stück Kuchen noch 20 Pfennige gekostet hat bei im Osten so ungefähr. Dann Damit ja hat's. das Brötchen hat ja nur 5 Cent Pfennig gekostet. Ja. Das war bei uns ein bisschen teurer. Ja, heute heißt es Knack und Back. Genau. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie ich jetzt am besten vom Händler aus zu Feld 13 komme. Dazu könnte er helfen, mal kurz die Karte aufzumachen. Ja, Ja, gut. könnte irgendwie helfen, ja. Ja Das gut, das, wäre das, echt angebracht. das passt. Das passt, wenn ich so fahre. Okay, alles klar. Ach, so ein schöner Abfahrer, der könnte man gebrauchen, wa? Komm. Ja, scheiße, weil der nicht da ist, ne? Echt, ey. Treibt er sich denn rum? Oh. Ja, der liegt doch im Bett. Ach, hier hinten ist der Abfahrer. Wenn der Abfahrer erstmal die Karte aufmachen muss, um sich zu orientieren, wo er ist. Ja, Mensch, wir hatten. entschuldigen Sie bitte, dass ich halt nach der letzten Arbeit gleich in die nächste Dorfkneipe bin und da jetzt wieder aufgewacht bin. Ach, deswegen standest du da oben. Ja, sicher. Aha. Bei Lisbeth oder wie? Aber hallo. Diese kleine, süße. Kleine Süße, du meinst wohl die Er Kompol. hat sein Auto ein Haus weitergestellt. Die sieht ein bisschen hübscher aus. Aha! War nur Wer ist das denn schon Attrappe. wieder? Ja, Insiderwissen. Weil in dem anderen Aha. Bett war ich. Du weißt doch, Lisbeth ist die mit die etwas Korpulente mit den großen Eutern. Matze, das nächste Mal lassen wir auch eine für dich übrig. Dankeschön. Sehr nett von euch. Aber ich bleib kurz stehen. Ja, es war eigentlich auch so geplant gewesen, dass du jetzt eigentlich stehen bleiben solltest. Jetzt muss ich mich wieder neu ansetzen. Eieieiei. Tom geht gleich stiften. Ja, der kann ein bisschen Vorsprung machen. Ein bisschen Luft hat er ja noch. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Kannst dann auf deiner Seite bleiben da, Tom. Ich Gut. mach hier auf der Seite weiter. Weil wir kommen jetzt nicht in Konflikt, weißt du? Ja.
10 habe ich drin, 10 km/h. Ja. Jetzt geht gerade das Ding offen hier, dass jemand online gekommen ist. Jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt hoch, mal hoch oder runter geschalten habe. So, jetzt. Ja, schmeiß noch rein, Gott. Rechts, 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 komm ein Stück nach rechts. Ja, gut. Sticker erkennt's noch. So. Alles gut. Wo ich das Gefühl habe, dass ich mit 10 km/h etwas schneller fahre als du, weil wie kommst du immer wieder nach hinten? Ich glaube, deswegen hatte ich auch 9 eingestellt. So. In der Zwischenzeit mal gucken. Ich glaube, wir hatten doch schon ein paar Hofbewohner, glaube ich, ja. Ja, aber... Hofbewohner. So, wie sieht's denn aus? Seid ihr noch glücklich? Ein bisschen Futterkette gebrauchen. Hatten wir eigentlich schon so einen Futterwagen? Ja, ne? Hatten wir alles mitgekriegt. Hatten wir noch alles mitgekriegt. Steht da hinten schon bereit mit irgendwas drin. Irre. Ach ja, war das nicht das Problem, dass... Oh ja, tapp tausendmal durch. War das nicht das Problem, dass wir irgendeine Komponente, glaube ich, nicht hatten, ne? Garage, ja. Stimmt. Stimmt, da wollten wir eigentlich einen Ballen drunter bringen. So, die dann kaufen wir mal einen Frontlader. Einen Ballenspitz. Und unser Objekt der Begierde, den Silageballen. Ich denke mal, einer sollte reichen, dann kann ich den nächstes Mal mit runterbringen. Ja, würde ich sagen, ne? Vielleicht reicht das schon, um wieder ein bisschen Futter hinzukriegen. Wenn nicht, dann müssen wir halt später nochmal einholen, ne? Ja, oder was machen? Ja, ich kann theoretisch auch 2 kaufen und schmeiße erstmal einen Anhänger. Die Frage ist halt, ob ich ihn wieder rauskriege. Ich kann das Zeug ja mal derweil mal holen. Na, ISU Ballen müsste doch auf den kleinen Autoanhänger drauf gepasst haben. Stimmt, oh, ja, könnte ich den theoretisch runterfahren. Ich denke mal, wenn ich sogar 2 Stück übereinander stelle, das Ding hat ja glaube ich Spanngurte, müsste theoretisch sogar 2 mitkriegen. Müsste doch auf den Anhänger drauf passen, auf den kleinen. Da hast du nicht ganz unrecht. Müsst ihr euch halt zwischenzeitlich mal selber abtanken? Ja, wir haben noch viel Platz im Bunker. Ja, ich muss jetzt erstmal wieder zum Händler fahren, dann muss ich dann den Lader noch vom Hof holen und hochfahren. Oder ich miete mal schnell einen zweiten Anhänger und pack den hier, damit der Betrag ist auch egal. Kann ich sogar 3 Ballen holen, 2 auf dem Anhänger und... Jetzt übertreibe nicht. Einen auf der Gabel. Wieso übertreib nicht? Ja. In jeder Kurve kannst du da eben wieder zusammenlesen. Nee, ja, genau. Der Anhänger genau. Müsste eigentlich Spanngurte haben. Also Spanngurte rum und dann läuft die Sache. Da hältst du fest, wenn sie so läuft. Und wie war euer Wochenende so? Ich
ganz in Familie. Stimmt, am Sonntag warst du ja wieder bei uns. Außerdem ist heute Donnerstag, dann plant man eher schon wieder für den nächstes Wochenende, anstatt nochmal das alte Wochenende nochmal vorzukommen. Och, naja. Wir haben auch zwei, drei neue Mods drauf. Auf alle Fälle haben wir schon mal in bunte Katalogbilder gesehen, dass sie beim Händler stehen. Mal schauen. Ja, aber du weißt ja, Tom, denk an den Bedarfsplan, ne? Ja, erstmal nur ein bisschen Geld machen und dann können wir sie noch mit uns als Fahrzeugbestand auf dem Hof einverleiben. Jawohl, ich muss ja auch schon Anhänger mieten, damit überhaupt Transport zustande kommt. Ach nee, ich bin heute müde. Erzähl uns mal was Neues. Ach, leck mich doch einfach. Matze, denk mal an die Wortwahl. Ja, das wird teures Futter. Ei. Sag mal so, wir müssen am Wochenende mal eine kleine Sonderschicht einlegen. Wohl wieder. Dann ist ja nichts, wenn wir kein Futter für die Tiere haben. Sag mal, bin ich jetzt gerade zu dämlich, um in den Ballen zu pieksen. Ja, woran das wohl liegen könnte? Vielleicht an der falschen Fahrzeugsicht. So. Ja, guck mal, Tom, das ist doch wieder köstlich gewesen hier. Alles weggeräumt. War selbstverständlich. So muss das sein. Aber du kriegst doch wahrscheinlich alles weg, oder? Ja, ich muss noch mal einen Meter zurücksetzen, so ungefähr. So. Also du kriegst sogar locker flockig zwei von den Rundballen hintereinander auf dem Anhänger. Haben wir denn eigentlich bloß wegen ein paar Eierpaletten vorn organisiert? Da hat ja viel Platz drauf. So, Spanngurte drum. Ja, ich glaube, ich weiß, wo unser Lehrling ist. Ja, der liegt bestimmt noch im Sauer. Nee, hier irgendwie ist es jetzt ziemlich laut. Auf der linken Seite. So, hast du ihm das Waldmoped gegeben und hast ihn in den Wald geschickt oder was? Nee, da pupst du so dolle. Du willst ja jetzt nicht sagen, der hat eine Schlammschlacht im Darmschacht. Ja. Ach, du ahnst es nicht.
Warum das Thema sollten wir mal ganz schnell wieder beenden? Solange keine Hilferufe aus der Ecke kommen, dann geht's noch gut. So, wir beenden unsere Vorstellung heute zum Donnerstag. Schaut das nächste Mal mit rein, wie es weitergeht. Matze, nee, entschuldige, Tiger gibt mehr Geld aus, wie wir ja einnehmen können. Naja, ist unsere Shopping Queen. Finanzminister. Ob wir ja eine Drag Queen werden. Gut. Boah. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.